Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich musste gerade feststellen, in dieser Rückblende, dass mein lieber Freund und Spielpartner 2000 Poké-Dollar im Markt ausgegeben hat für Feuerheiler und sonstigen Mist. Mann, du, der wirft auch mit Geld um sich, als ob es das... Als ob es was wäre. Was hat er sich denn gekauft? Trank, Paraheiler, ja gut, Gegengift. Gut, ja. Erstmal gucken. Erstmal schauen, wie das hier jetzt. Flieger Level 13, Mausebein. Ach, der war auch 13. Mensch, da ist er ja ganz schön gut vorangekommen mit meinem tollen Pokémon. Ach, Hyperzahn hat er schon. Ja, das ist sehr gut. Alle auf Level 13. Das lobe ich mir. So. Ja, anscheinend sind wir gerade beim Mondberg stehen geblieben. Wie weit ist er denn hier schon gekommen eigentlich? Bestimmt schon ein bisschen weit. Gerüchte zufolge, ja gut, den hat er schon gehabt. Hat sich da eigentlich ver... Ach ja, hier kam ja... Ach du Schande. Ein Zubat, Ich habe meine drei Pokémon jetzt voll. Wenn ich noch eins haben möchte, dann muss ich natürlich von mir eins in die Box legen, aber... Ach, so ein Zubat, das wäre auch nicht verkehrt, oder? Ach. Natürlich. Flucht. Okay, ihn hat er auch schon gehabt. Da ist nix. Ja, das kann ja heiter werden, der Weg durch den Mondberg. Nein. Und Flucht, bitte. Es gab doch immer so ein... Ich weiß gar nicht, wie hieß dieses Item denn? Flucht... Nee, Schutz. Ach, der Name ist zwar ein bisschen blöd, Mausebein, aber... Ja, also jetzt geht's aber los hier. Der Name ist zwar ein bisschen blöd, aber ich wusste jetzt nicht... Ich sehe schon, das wird... Ich glaube, ich werde die Aufnahme, glaube ich, gleich pausieren und werde dann wieder dazu schalten, wenn ich hier an einem Pokémon-Trainer ankomme, weil das ist echt, also das ist ja brutal. Ja, okay. Beim nächsten Pokémon-Trainer, dann melde ich mich gleich wieder, weil das müsst ihr euch hier nicht mit antun. Toll. Super. Drei Schritte weiter und dann war es das schon. Das hätte ich mir jetzt auch sparen können. Na gut, egal. So, wer ist es? Wer ist es? Wer ist es? Eine Herausforderung von Käfersammler Magnus. Aha, Raupi. Oh, das ist für uns doch kein Problem. Dann nehmen wir einmal den Hyperzahn und dann hat sich das. Hehehe. Mensch, also Radfratz ist echt... Ja, stark. Welches Pokémon? Nee, ich... Theoretisch müsste ich mal... Hä? Ach so, ach, ich wollte eigentlich wechseln. Zack. Raupi wurde besiegt. Mausebein erhält 112 EP und ist ein Level gestiegen. Und entwickelt sich zu Gyarados. Nein, da hat irgendwas nicht gestimmt. Safcon. Ja, jetzt können wir mal wechseln. Ach ja, ich mag Flieger. Was auch besonders toll ist, habe ich schon mal erwähnt, ein Safcon gegen Safcon-Kampf. Flug müsste doch theoretisch besonders effektiv sein. Ja, gut. War es sogar. Safcon gegen Safcon. Und beide können nur Härtner. Der Kampf dauert. Aber so kann man seinen Safcon oder seinen Hornlio, Kukuna gut trainieren. So. Dann können wir auch gleich bleiben, weil ich glaube, weiter ist noch nicht gekommen. Sonderbonbon. Ja, er hat... Ach, da spreche ich ihn halt an, Mensch. Hey, schleich nicht so herum. Alles klar.
Eine Herausforderung von Streber Mirko. Magnetilo wird von Streber Mirko in den Kampf eingesetzt. Ah, das war schlecht. Ich glaube, da war das... Das war, glaube ich, nicht so, oder? Ja, das war nicht so effektiv. Metallsound, ja. Was wurde... Was? Spezialverteidigung? Naja, wir kommen auch ohne Spezialverteidigung aus. Oje, 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 oje. Ist nochmal gut gegangen. Das ist nicht sehr effektiv, aber es hat zum Besiegen hat's gereicht. Voltoball? Oh, da hätte ich das jetzt... Verdammt. Verdammte Wurst. Nein, den behalten wir jetzt auch. Weil da müsste die Attacke besser sein. Ach, verdammt. Okay, ich wechsle, glaube ich, lieber das Pokémon mal aus. Ist mir zu gefährlich. Außer wenn... Ja, das ist mir zu gefährlich. Mausebein zurück, mach es fertig. Los, Flieger. Lädt sich auf, ja? Ich glaube, die nächste Elektroattacke wird dann schon... Dann lieber schnell mal Ruckzucki einsetzen. Super. Hey, auch Level 14. Bald ist Entwicklungstime. Hoffentlich. Spieler besiegt Spieler Streber Mirko. Meine Pokémon bringen es nicht. Rot gewinnt 264 Pokédollar. Oh, nur. Was ist da oben jetzt für ein Item? Trank. Gut. Kann ich gut gebrauchen. Ah, waren auch genau 20. Voll ausgenutzt. Hm. So, dann pausiere ich mal wieder. So. Oh, oh, nein. Ich dachte, jetzt mache ich es mal einen Schritt, bevor ich bei diesem komischen Herausforderer bin. Und jetzt... ach, Mann. Was mir übrigens erzählt wurde, wir haben jetzt Super Boots. Ach so, hä? Der wurde... Oh, ich glaube, das ist so angenehm. Das ist so angenehm, das glaubt man gar nicht. Ich glaube, ich werde jetzt nach dieser Aufnahme einfach nur so rumlaufen. Da unten war doch noch eine Leiter, oder? Müssen wir auch noch rein. Oder war er da schon? Yeah. Wir sind das Team Rocket. Wir sind das Team Rakete. Die Pokémon-Räuber. Eine Herausforderung von Team Rocket Rüpel. Sandan wird von Team Rocket Rüpel in den Kampf geschickt. Nein! Los, Flieger! Grüß mir die Sonne! Grüß mir die Sterne! Und grüß mir den Mond! Huch, so. Sandwirbelflieger! Genauigkeit von Sandan. Gegner sinkt. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es mein Gegner ist. Genauigkeit sinkt. Kratzer... Oh, Kratzer ist schon daneben gegangen. Danke. So, probieren wir mal, wie Windstoß wirkt. Ob das was bringt. Nee. Vergessen wir. Vergessen wir das Thema. Ich habe nichts probiert. Ich habe übrigens... Ach nee. Doch, hier. Von meinem Spielepartner habe ich übrigens ein Lob bekommen, dass ich Rocco schön ausgespielt hätte. Ja, und das ist auch so. Aber ich muss dazu vielleicht erzählen. Gut, lassen wir das. Ich muss dazu vielleicht erzählen, dass ich damals, ich bin ja noch einer der, ein Spieler der ersten Generation. Och, Mensch.
dass ich damals das ganze Pokémon, die ganze blaue Edition mit nur einem einzigen Pokémon durchgespielt habe. Und das war Glumanda. Radfratz. Ah, lassen wir. Ja, setzen wir einmal hier gut ein. Ach was. Na super. Ja, diese schnellen Pokémon, das ist, kann ganz gefährlich werden. Nein. Ich habe mir mal vorgestellt, bei Zubat... Ach, hier hat er ja gar nicht... Ach doch, sind das, ist das hinten eigentlich ein Schwanz oder sind das Beine, diese beiden Krücken da hinten, diese beiden Antennen da dran? Ich meine, ich weiß es nicht. Das sah mal früher so aus. Das sah immer früher so aus, als ob das... als ob man die anfackeln könnte mit der mit Glut. Oh, das ist ja... hat's ja gebracht. So, jetzt bist du aber hinüber, also langsam. Genau. Und Level 14. Sieht ganz gut aus. 352 Poké-Dollar, Mensch, was soll ich mir davon denn kaufen? Ach, da oben liegt wieder ein Pokéball. Also, ein Item. Ein Paras. Oh Mann, ich kenne eigentlich, also wenn ich... Ich würde wetten, ich kannte die 151 Pokémon alle auswendig. Sternenstück. Was hat es damit denn nochmal auf sich? Ich kannte die alle mal auswendig. Und ich wette, wenn ich jetzt die Bilder dazu sehen würde, dann würde ich auch... Dann würde ich auch zu mindestens 3/4 der Pokémon noch die Namen kennen. Aber nur zu den ersten 151. Ich meine, die letzte Edition, die ich wirklich gespielt habe, für den Game Boy Color war das. Das war Pokémon Kristall. Erst hatte ich Gold und dann Pokémon Kristall. Damals war ich nun auch noch ein kleiner Knirps und da hat man das natürlich noch nicht ganz durchblickt, diese ganze Pokémon-Politik da von den Editionen, dass Kristall nur eine Zusammenfassung eigentlich war von von Gold und Silber. Wenn ich das gewusst hätte, ich es mir auch nicht gekauft. Das Einzige, was da neu war bei Kristall, war, glaube ich, dieser Trainerturm. Und da bin ich immer schon beim zweiten Trainer abgeschissen. Obwohl ich ein Pokémon mit Level 60 hatte. Glaube ich. Was war das jetzt? Ach, der... Ach, die... Wow, hier drin kann man sich leicht verlaufen. Eine Herausforderung von Göre Miriam. Und Göre Miriam wird in den Kampf geschickt. Nein, Mirapla. Ah, jetzt hätte sich das mein Feuer-Pokémon angeboten, aber... Ist das effektiv? Och, es geht. Einmal ruckzuck hieb, dann hat sich die Sache. Genau. Knuffenzer. Nein, wollen wir nicht wechseln. Die macht bestimmt Rankenhieb. Kann die mit Level 11 schon Rankenhieb? Ich weiß es nicht. Wir werden es auch nicht erfahren. Level 15. Angriff 8. Okay. Spieler besiegt Göre Miriam. So, dann wollen wir mal weitergehen. Oh. Naja, ich pausiere mal. Ein Pipi. Ich pausiere mal wieder. So, und da ist das nächste Rocket-Mitglied. Wir drehen hier ein dickes Ding. Mach dich vom Acker. Eine Herausforderung von Team Rocket Rüpel. Zubat wird von Team Rocket Rüpel in den Kampf geschickt. Los, Mausebein! Doch nicht, doch einmal noch. Hyperzahn! Zubat wurde besiegt. Mausebein erhält 126 E-Punkte. Als nächstes wird Rattan. Ja, wechseln. Flieger! Los, Flieger! Schneller und immer schneller! So wie es uns gefällt!
Piloten ist nichts verboten. Bedroher. Angriff vermindert, das höre ich gar nicht gerne. Ach du Schande. Na, haben wir ja Glück, dass die daneben geht. Giftstachel, wer setzt denn... Wer, das ist doch sowas von 90er Giftstachel. Wer setzt denn heute bitte schon noch Giftstachel ein? Ja, mach ruhig deinen Silberblick hier. Mach ruhig deinen Silberblick, Bratte. Rettern wurde besiegt. Flieger erhält 145 Erfahrungspunkte. Rot gewinnt 352 Pokédollar. Raub. Ja, ich glaube, ich weiß noch, was das war. Was haben wir denn eigentlich hier noch? Haben wir auch Supertrank? Nein, was Sternstück. Ein schöner roter Edelstein. Ach, der bringt wahrscheinlich Geld. Ja, nachdem hier anscheinend mit Geld um sich geworfen wird. Ja, falls du dir das Video anguckst, ich meine... Achso, ich dachte schon, was ist jetzt los? Ich meine genau dich. Dann können wir das auch gut gebrauchen. Ein Paras. Du bist entkommen. Kletter, kletter, kletter. Kletter, kletter, kletter. Hatte der Typ nicht... Hatte der Typ nicht immer Stein-Pokémon? Nee, das war ein Käfersammler, ne? Oder täusche ich mich da? Der sieht nicht aus, als ob er Stein-Pokémon hat. Diese dicken Leute, diese dicken komischen Chinesen oder was das sein sollte, die hatten immer Stein-Pokémon, das weiß ich noch. Wanderer Georg zum Beispiel. Und das ist doch, das sieht aus wie Teenager Gaston. Gaston? Na gut. Windstoß. Ja, geht. Kann man mal einsetzen, kann man mal machen. Aber das gefällt mir nicht, dass das... Ach ja. Blödes Radfratz. Bei den ersten Editionen war das doch dieser Strich da unten. Dieser, wo jetzt noch 21 von 38 HP steht. Der war doch in meiner Mitte von der HP-Leiste. Dann konnte man immer genau sehen, wenn dieser Strich, wenn die Lebensenergieanzeige bei dem Strich war, dann war es ungefähr die Hälfte. Was wird jetzt eingesetzt? Jetzt habe ich schon wieder nicht aufgepasst. Das gibt's doch gar nicht. Ja, ich möchte aber wechseln. Wir müssen mal wieder unseren Freund Blumanda einsetzen. War das richtig? Ach, naja, hätte ich... Naja, gut. Oh, nein. Na, zum Glück hat er keinen Ruckzuckhieb eingesetzt. Zubat. Ja, das... Nee, da möchte ich nicht wechseln. Weil wir haben ja festgestellt, dass Absorber nichts bringt gegen unseren Glumanda. Unseren glumanderischen Typen. Also, Blutsauger meine ich. Hat ja nichts gebracht, oder? Genau. Oh, ein HP. Hoho. Hoho. Mensch, du sollst doch nicht so viel labern. Spieler besiegt Teenager Gaston. So ein Mist. Verloren. Rot gewinnt 160 Pokédollar. Wer hat sich diese Währung denn bloß ausgedacht? Einen Trank haben wir noch. Oh, Flieger... logisch. Ich sehe gerade, unsere Aufnahme neigt sich dem Ende zu. Aber einen Kampf möchte ich noch machen. Ja, lauf nicht weg hier, Junge. Oh ne, das ist ein Wanderer. Die dicken Typen meine ich. Genau die meine ich. Oh nein. Was ist das hier eigentlich für ein Pokémon? Mike. Hike? Hike oder Mike? Jake. Ach, das ist ein Pikachu gewesen.
Hilfe, Überfall! Ach, du bist ja nur ein Kind! Hoho! Ich kann dich auch überfallen. Genau, das ist der Wanderer Rufus. Genau, Kleinschein. Ich hab es gewusst. Hab ich nicht gesagt? Ich hätte wetten sollen. Ich hätte wetten sollen. Ich hätte... Wenn ich bis jetzt bei jeder Sache, die ich gesagt habe, gewettet hätte, dann wäre ich jetzt... glaube ich, bankrott. Weil ich bin nicht gut im Wetten. Was macht das jetzt? Ach ja. Die Stärke der das verstehe ich aber nicht, weil ich dachte, die sind sowieso immun gegen Elektrizität. Oder sind die nicht immun gegen Elektrizität? Ja, Bratte, setz ruhig Sand, setz ruhig Tackle ein, ey. Naja, dann ist ja auch dann ein Igler nix. Vielleicht haben wir gleich ein Glumandari weniger. Glumandari. Ein Igler. Ein Igler, das ist ja noch, ist ja sowas von 80er. Das ist nicht so effektiv, Schlaupilz. Aber es brennt schon wieder, das fasse ich nicht. Ich fasse es nicht. Und jetzt bringt natürlich Tackle auch. Oh, diese Alarmglocke da hatte ich ja ganz vergessen. So. Ah, es hat gereicht, super. Als nächstes wird Kleinstein von Wanderer Rufus in den Kampf gesetzt. Ja, muss ich wechseln, sonst... sonst wird das nix. Ich probiere es mal mit unserem Hike aus. Oder Nike. Nike, oder? Nike? Heißt da Nike? Warte, ich gucke mal. Und wie heißt er? Mike. Ach, Mike. Was war das? Gifthorn. Ach, geil. Ja, das ist auch nicht schlecht. Kampf war doch gut gegen Stein, ne? Genau. Ich wusste es doch. Ach ja, das war sogar ein Doppelkick. Na gut, da ich sich jetzt die Aufnahme dem Ende neige. Ja, ja, ach komm, Onyx, nein, nicht wechseln. Ach, Onyx, ey, also du brauchst gar nicht erst hier mehr anzukommen. Ist das immer Volltreffer? Nee, ich sehe schon, doch nicht. Miep. Das ist sehr effektiv. Ich möchte es aber gerne noch ein zweites Mal treffen. Aber nachtreten tutet man nicht, genau. Wow, du hast mich total überrumpelt. So. Wir werden jetzt unseren... Oh, 4 Stunden schon. Wir werden das Spiel jetzt speichern. So. Gut. Ja, die nächste Runde hört ihr wieder einen alten Bekannten. Und zwar Präsident John F. Kennedy. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal.